Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Faszination Astronomie Online. Heute nicht nur am Samstag, sondern auch noch mit diversen anderen Besonderheiten. Unter anderem sieht man hier jetzt heute nicht nur ein Gesicht, das von dem oder der Referentin, dem Referenten, sondern auch mein Gesicht, das Gesicht von Markus Pössl und ja, das Gesicht von Boris Häusler, der uns heute durch diesen Tag führen wird. Und ja, was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen euch heute das Paranal-Observatorium der ESO zeigen. Aus zwei Gründen. Einmal halt eben, weil es auch schön in unsere reguläre Vortragsreihe Faszination Astronomie Online reinpasst, einfach mal zu zeigen, was an den Observatorien auf dieser Welt so passiert. Aber halt auch, weil wir am Haus der Astronomie, die wir diese Vortragsreihe ja organisieren, auch der deutsche Knoten des ESO Science Outreach Network sind. Also ist das sozusagen auch für uns ein doppelter Posten. Und ja, wir, Markus und ich, werden die Fragen heute an diesem Tag moderieren und den wesentlichen Teil aber an Boris Häusler übergeben. Das mit den Fragen funktioniert ein bisschen anders als sonst. Es wird nämlich die Möglichkeit geben, immer mal wieder zwischendurch Fragen zu stellen. Da werden wir dann aber auch noch zu aufrufen, natürlich jedes Mal wieder. Genau, und vielleicht ein paar Worte zu unserem heutigen Vortragenden, ist es ja nicht ganz, also zu dem Wissenschaftler, der uns heute durch das Observatorium führen wird. Boris Häusler ist hier aus Chile zugeschaltet, weil in Chile nun einmal das Observatorium ist, das er uns heute zumindest virtuell zeigen wird. Boris hat aber auch eine entsprechende Verbindung nach Heidelberg. Er hat am Max-Planck-Institut für Astronomie seine Doktorarbeit damals gemacht, ist dann, wie das bei Astronomen üblich ist, in der wissenschaftlichen Karriere über mehrere Stationen, also über Nottingham und Oxford war das bei dir, ne? Weiter gezogen und ist jetzt als sogenannter Staff Astronomer bei der ESO gelandet. Boris, was ist ein Staff Astronomer? Ein Staff Astronomer, also wenn man Doktorarbeit gemacht hat, dann ist man kein Student mehr, dann macht man befristete Verträge, normalerweise so 3 Jahre sind Postdocs. Und wenn man über den Schritt rauskommt, dann wird man irgendwann mal Staff Astronomer oder ein voller Astronom. Das heißt, das nennt man bei der ESO halt so. Was wir tatsächlich tun, das werde ich während der Tour nachher ein bisschen erklären. Okay, gut, dann wollen wir, denke ich, auch gar nicht mehr weitere Vorrede geben, sondern dann, Boris, übergeben wir dir das Wort und machen uns auf in die virtuelle Version des ESO-Observatoriums Paranal. Okay, also von hier auch herzlich willkommen. Ich bin im Moment nicht am Paranal, ich sitze im Moment in Santiago in meiner Küche, weil wir tatsächlich in Chile noch in Quarantäne sind. Wir machen das Observatorium zwar nächste Woche wieder auf, aber im Moment ist dort alles zu und man kommt also auch überhaupt nicht hin. Aus dem Grund gibt es im Moment auch diese virtuellen Touren. Die sind normalerweise auf Englisch und Spanisch, aber Markus hatte das angeregt, dass ich eine auf Deutsch machen konnte. Und weil wir uns aus Heidelberger Zeiten noch kennen, hat er mich da gefragt, ob ich das machen kann, was ich natürlich gerne tue. Diese ganze Tour, man sieht hier diesen schönen Bildschirm mit diesen blauen Punkten, das ist eine virtuelle Tour am Paranal, die findet man auch online ganz einfach, nach Paranal virtuelle Tour googeln, da kann man sich selber durchklicken, es sind ein paar hundert Bilder, ich werde Ihnen nur ganz, ganz wenige davon zeigen. Okay, fangen wir aber mit der Tour an, also wo sind wir hier, kann ich Ihnen genau zeigen, wir sind hier in Südamerika logischerweise, Chile ist ein sehr, sehr langes Land, das ist sowas wie Finnland bis Süditalien oder so, wir sind relativ im Norden am Paranal, sind 1600 Kilometer nördlich von Santiago. Wir sind 130 Kilometer südlich von Antofagasta. Antofagasta findet man ganz gut an dieser etwas, das sieht man jetzt gerade nicht gut, an dieser etwas ambossförmigen Halbinsel. Also wer da mal gucken will im Atlas oder so, ist relativ leicht zu finden und dann einfach 130 Kilometer südlich. Es gibt sehr wenig in der Gegend, man findet es also auf Google Earth oder so, es ist ziemlich leicht, das Observatorium kann da auch rumlaufen.
Warum sind wir hier? Na, gut, zum einen sind wir hier, weil wir tatsächlich weit von allen Dingen weg sind. Der nächste Ort ist Taltal, heißt der, das ist 90 Kilometer weg. Das heißt, abends mal kurz in den Pub runtergehen können wir leider nicht. Wir haben hier andere Beschäftigungsmöglichkeiten. 130 Kilometer südlich von Antofagasta, habe ich schon gesehen. Antofagasta kann man gerade so am Horizont sehen nachts, das zeige ich Ihnen später. Der zweite Grund, warum wir hier sind, ist, dass wir sehr hoch sind. Also wir sind hier auf unserem Berg Paranal, der wurde abgeflacht auf ungefähr 2600 Meter. Das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund, warum Observatorien immer weit oben sind, ist, dass wir relativ über relativ viel der Atmosphäre sind. Wenn man weniger Atmosphäre zwischen dem Teleskop und den Sternen hat, dann sind die Bilder einfach schärfer und besser zu sehen. Zum Dritten ist es hier sehr trocken. Wir haben typischerweise am Paranal so eine Luftfeuchtigkeit von 5-20%. Manchmal sind es auch 2%. Das merkt man dann sehr stark, weil die Nase ziemlich schnell, also nach 1-2 Tagen fängt die Nase an zu bluten. Ist dann sehr unangenehm. Aber die Luftfeuchtigkeit ist natürlich auch gut, weil das bedeutet, dass wir immer gutes Wetter haben. Oder wir haben mehr als 300 sehr klare Nächte im Jahr. Und es ist tatsächlich auch für die Beobachtung besser. Wir sind hier nur 12 Kilometer vom Pazifik. Den Pazifik, den kann man hier unten sehen. Also kann man ihn nicht sehen. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier sind. Da unten sieht man nämlich eine geschlossene Wolkendecke. Und diese Wolkendecke, die ist bei ungefähr 1000 Meter, die befindet sich dort, weil hier an der Küste hoch ein kalter Strom geht, der Humboldt-Strom, der bewirkt eben, dass die Wolken hier sehr niedrig sind. Deswegen ist das Observatorium eben über dieser Wolkendecke. Ist tatsächlich, ja, wir haben hier so ein paar Pi mal Daumen-Regeln und die zuverlässigste Regel, die wir haben, tatsächlich ist, wenn wir abends hochkommen und wir sehen unten das Wasser, dann wissen wir, dass wir eine schlechte Nacht haben, weil wenn die Wolken nicht unter uns sind, dann ist diese Inversionsschicht irgendwo über uns und dann bekommen wir meistens Wolken nachts. Also so eine Pi mal Daumen-Regel, die wir relativ gut benutzen können. Okay, die Anden selbst, die kann ich Ihnen auch zeigen. Wir sind hier nur an so einer Küstenkordillere. Die Anden selbst sieht man hier ganz, ganz hinten. Ich zoome mal ein bisschen rein. Hier sieht man so einen Berg, wo dieser Pfeil sich befindet. Das ist ein Vulkan, der ist über 5000 Meter hoch. Der heißt Yuyayaku. Der ist ungefähr 200 Kilometer östlich von hier. Okay, was sieht man jetzt hier auf dieser Plattform? Normalerweise sagen wir immer, das Paranal sind so vier Teleskope, vier große Teleskope. Das stimmt aber nicht. Wir haben hier sehr viel mehr Teleskope als vier. Also wir haben hier diese vier großen Teleskope, die man hier ganz gut sieht. Die heißen Antu, Kuyen, Melipal und Yepun. Das sind die Wörter in der ursprünglichen Sprache von den Mapuche, die hier in der Gegend wohnen, für Sonne, Mond, Kreuz des Süden und Venus. Also das sind diese vier Namen, die wir benutzen. Aber wir haben hier noch andere Teleskope, die man sieht. Hier hinten haben wir eins, das heißt VST. Das ist eine Abkürzung. Das heißt, das ist Very Large Telescope, also VLT Survey Telescope. Das ist ein relativ kleines Teleskop. Also wenn ich sage klein, dann sind das so 2,6 Meter Spiegel. Also ist nicht wirklich klein. Die machen eine Himmeldurchmusterung. Sehr schnell, großes Gesichtsfeld, also man große Surveys, was wir an den kleinen Teleskopen nicht machen. Wir haben hier über den Berg runter, die sieht man jetzt hier nicht, haben wir noch ein zweites Teleskop, Vista, und wir beherbergen noch andere kleine Teleskope. Hier auf der Plattform selbst haben wir noch diese Dome hier, die wir nutzen, die heißen bei uns ATs, Auxiliary Telescopes. Die sind für uns relativ wichtig, weil wir ein Teleskop haben, das mit Interferometrie arbeitet. Das heißt, man kann, also ein normales Teleskop, das Auflösungsvermögen eines Teleskops wird umso besser, je größer das Teleskop wird. Das stimmt aber wegen der Luftunruhe nicht wirklich. Also wegen der Luftunruhe hat ein 10 Zentimeter Teleskop, was man zu Hause haben kann, die gleiche Auflösung wie hier unsere 8,5 Meter Spiegel. Der Vorteil von unseren Teleskopen ist, wir können das nur zum einen ausgleichen. Also wir haben Spiegel, die sich bewegen, um das Licht dann doch schärfer zu machen. Und wir haben einfach einen sehr viel größeren Eimer, mit dem wir Licht einfangen können, mit dem wir dann natürlich sehr viel schwächere Objekte beobachten können. Deswegen brauchen wir diese großen Teleskope. Aber wir haben einen 8,2 Meter Spiegel und das ist natürlich auch begrenzt groß. Was wir jetzt mit diesen kleinen Teleskopen machen, man sieht hier so ein paar Deckel mit diesem roten Rand überall.
Wir haben 4 von diesen kleinen Teleskopen und die können wir verschieben. Die können wir auf jede von diesen Stationen setzen und dann durch Interferometrie ein Licht erzeugen mit kleineren Spiegeln. Also kleinere Spiegel, das heißt, wir sind ganz lichtempfindlich, aber die Auflösung von diesem Teleskop, die wir bekämen, wäre wie von einem 130-Meter-Teleskop, was natürlich zum Bauen sehr, sehr umständlich und sehr, sehr teuer wäre, was wir deswegen nicht machen. Das wird per Interferometrie, wie gesagt, benutzt. Da weiß ich sehr relativ wenig drüber. Ich habe das selber nie wirklich verstanden. Aber mir wurde gesagt, am Mittwoch oder Donnerstag nächste Woche, am 17. September, wann immer das ist, gibt es am Haus der Astronomie einen Vortrag speziell über Interferometrie. Vielleicht sind Fragen für Interferometrie vielleicht besser dort zu stellen. Okay, es gibt noch ein anderes Teleskop, also das VLTI. Ist ein Teleskop, was hier mehrere Teleskope benutzen kann. Dann haben wir auch noch mal ein Instrument, das heißt Espresso. Mit dem können wir die 4 großen Teleskope zusammenschalten, aber nicht interferometrisch, sondern tatsächlich nur als Lichteimer. Also wir bekommen einfach das Licht, was in 4 Teleskope geht, statt in 1. Das wird hauptsächlich benutzt, um Planeten, um andere Sterne zu benutzen. Nichtsdestotrotz sind diese Teleskope uns nicht groß genug, deswegen bauen wir gerade noch ein größeres, das Extremely Large Telescope, hat man vielleicht schon jemand mal gehört. Das wird hier hinten auf diesen Berg gebaut. Der ist mittlerweile oben abgeflacht, bei ungefähr 3300 Meter. Da wird in den nächsten 4 Jahren oder so ein großes Teleskop gebaut. Es wird viel größer, 39 Meter Spiegeldurchmesser. Wir haben ein 70 mal 70 Meter hohes Gebäude, das man sehr, sehr deutlich von hier sehen kann. Und dieser Berg ist tatsächlich exakt östlich von uns. Es kommt also vor, dass das Vollmond ganz genau hinter dem Berg aufgeht. Und da gibt es bestimmt irgendwann super Fotos mit diesem Dom vor dem Mond. Da sind einige Leute fasziniert von, also freuen sich drauf. Okay, also diese 4 UT-Teleskope, da zeige ich Ihnen jetzt eins davon. Und zwar gehen wir zu UT3. Die sind im Prinzip alle gleich, diese Teleskope. Also alle haben die gleiche Größe, sind baugleich, sehen genau gleich aus. Der einzige Unterschied zwischen den Teleskopen ist, dass jedes Teleskop andere Instrumente hat. Der Grund, warum ich Ihnen dieses zeige, ist aber nicht die Instrumente, die dranhängen, sondern das ist leider tatsächlich das einzige in der Tour, wo es einen Größenvergleich gibt. Weil wenn man dieses Teleskop hier so sieht, kann man sich nicht wirklich vorstellen, wie groß es ist. Aber hier rechts arbeiten ein paar Leute. Also man sieht, dieses Teleskop ist tatsächlich riesig. Es wiegt ungefähr 400 Tonnen, die Plattform, die sich bewegt. Und ja, muss sich aber sehr, sehr genau bewegen. Und ja, technisch sehr aufwendig. Was man hier am meisten sieht, ist dieser große Dom über dem Teleskop. Dieser Dom kann sich bewegen. Das gesamte Gebäude im Prinzip kann sich rotieren. Hier oben sieht man so einen langen Schlitz. Das ist tatsächlich der Schlitz, der dann aufgeht. Das gesamte Gebäude fährt im Prinzip zur Seite oder der Schlitz fährt zur Seite und lässt dann einen großen Schlitz frei, damit das Teleskop rausgucken kann. Wir haben hier hinten noch so Windshields, wie heißt das auf Deutsch? Ja, so Schilder gegen den Wind halt. Die bedeuten einfach, dass der Wind nicht direkt über den Spiegel bläst, dann sind unsere Bilder ein bisschen besser. Die gehen dann einfach auf, wenn man ein bisschen mehr zum Horizont guckt. Das Licht kommt dann hier rein und geht auf den Hauptspiegel. Der Hauptspiegel, den sieht man gerade hier, das ist ein 8,2 Meter Spiegel. Ist 8,2 Meter groß, aber nur 17 Zentimeter dick, wiegt ungefähr 22 Tonnen. Und wir können das Teleskop auf 20 Grad neigen. Und da kann man sich gut vorstellen, dass dieser Spiegel sich verzerrt. Und da haben wir eine Mechanik dafür, die ich Ihnen gerne zeigen würde. Das bedeutet, also wenn sich der Spiegel verzerrt, dann ist es kein gutes Teleskop mehr. Das heißt, das Teleskop wäre außer dem Fokus. Um das zu korrigieren, haben wir hier hinten dran, das sieht man hier, diese kleinen Kästen überall. Ja. Wir haben hier 150 so Kolben, das sind einfach Metallkolben, die wir hoch und runter fahren können, sehr genau. Und die benutzen wir, um den Spiegel in die richtige Form zurückzudrücken. Sehr aufwendig, wird gemacht ungefähr einmal die Minute oder alle 2 Minuten. Ein bisschen unterschiedlich, kann der Teleskop-Operator einstellen. Das bedeutet, dass egal, wo wir hinschauen, der Spiegel immer in der idealen Form ist, um scharfe Bilder zu machen. Okay, von dem Hauptspiegel geht das Licht dann hier hoch auf diesen Zweitspiegel, auf den Sekundärspiegel. Den sieht man hier
Der hängt hier oben. Der ist andersrum gebogen. Der fokussiert das Licht einfach wieder runter. Prinzipiell durch ein Loch im Hauptspiegel. Der Hauptspiegel, weiß nicht, ob man das hier sieht. Ja, das sieht man gerade so, dass hier ein bisschen was in der Mitte sitzt. Da sitzt ein Turm drin und mit einem Tertiärspiegel, ein dritter Spiegel. Und der ist entscheidend für das Teleskop, weil mit dem können wir entscheiden und einstellen, wo das Licht hingeht. Dann können wir 45 Grad im Winkel machen. Dann geht das Licht hier nach rechts, in dem Fall in Vimos. Vimos ist leider mittlerweile gar nicht mal auf dem Berg. Das wurde abgebaut vor 1,5 Jahren oder so. Wir können den Spiegel umdrehen, dann geht er 45 Grad, dann geht er in die andere Richtung. Da steht an dem Teleskop dann ein anderes Instrument. Oder wir können ihn zur Seite klappen, dann geht das Licht einfach geradeaus durch und dann geht es hier unten in zum Beispiel in dem Fall in Symphony in das Instrument. Die Instrumente, die wir haben, sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ein paar Teleskope, die Bilder machen, einfach nur Fotos. Das sind bei uns keine Digitalkameras, die Farbbilder machen, sondern wir benutzen einen Farbfilter und machen dann Schwarz-Weiß-Bilder. Die sind natürlich auch sehr, sehr viel optimierter, als man das von einer Digitalkamera kommt. Kosten deswegen auch mehrere Millionen Euro meistens. Aber die wenigsten unserer Instrumente machen tatsächlich einfach Bilder. Die meisten Instrumente, die wir haben, nehmen entweder ein Spektrum auf oder mehrere Spektren. Wir haben Instrumente, die bis zu 150 Spektren auf einmal aufnehmen, von 150 verschiedenen Sternen. Oder, und das sind die coolsten Instrumente, die wir im Moment haben, wir machen ein Bild, aber keins, wo man wo man die Farbinformationen zu einem Pixel bekommt, sondern das gesamte Spektrum. Das heißt, wir sehen in einer Galaxie, wenn wir ein Bild von einer Galaxie nehmen, an jeder Position, was für Elemente und was für chemische Zusammensetzung wir an dieser Position haben. Das sind die interessantesten Daten und die mit den meisten Informationen, wo wir Astronomen am meisten arbeiten können. Da dieses Teleskop so groß ist, 8,2 Meter im Durchmesser, ist es sehr viel empfindlicher als unser Auge. Wir sehen damit Sterne, die 4 Milliarden Mal schwächer sind, als unser Auge das sehen würde. Also unglaublich lichtempfindlich. Ganz am Anfang habe ich gehört, Gerüchten zufolge, gab es mal, als die Instrumente noch nicht da waren, hatten sie ein Fernglas an diesem Teleskop, wo man tatsächlich durchgucken konnte. Hätte ich gerne gesehen, funktioniert heute leider nicht mehr. Muss aber sehr, sehr, sehr beeindruckend sein. Also so sehen diese Teleskope alle aus. Viel mehr gibt es jetzt da gar nicht zu sagen. Wenn wir jetzt auf einer normalen Tour sind, dann sieht man, wie sich das Teleskop jetzt bewegt noch, aber das kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen. Insofern würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt einfach wieder raus auf die Plattform und machen einen ersten Stop für irgendwelche Fragen, wenn Hernan, Markus und Caroline genau wieder zurückkriegt, dann können die mir Fragen übersetzen, die ich dann beantworte. So, ja, ich glaube, unsere Zuschauer sind das noch nicht so richtig gewohnt mit dem Fragen zwischendurch stellen. Also, okay. Wenn euch schnell noch was einfällt, dann jetzt losschießen. Ansonsten würde ich sagen, können wir weitergehen. Ansonsten machen wir einfach die Fragen. Ich komme zur Plattform wieder zurück und es ist auch sonst nicht weit. Dann können wir das auch nachher noch machen. Okay. Gut. Keine dann Fragen? Dann setzen wir die Tour direkt fort, würde ich sagen, ja. Gut, wunderbar. Dann will ich Ihnen das Kontrollgebäude als nächstes zeigen. Das Kontrollgebäude sitzt hier direkt neben dem Berg, also direkt unter der Plattform. Ist ja jetzt kein sonderlich schönes Gebäude, aber es ist nützlich. Wir haben hier oben einen Kontrollraum, den ich persönlich immer ein bisschen schade finde, weil wenn man zu anderen Teleskopen zum Beobachten geht, dann sitzt man meistens im Teleskop, im Dom, in irgendeiner kleinen Kabine. Wenn man dann auf den Knopf drückt und sich Teleskop bewegt, dann rumpelt alles und man merkt, dass man hier beobachtet. Das ist bei uns leider tatsächlich nicht so. Wir haben hier diesen großen Kontrollraum, wo man im Prinzip arbeitet wie in einem Labor. Also ob wir hier säßen oder unten am Berg, im Hotel oder so, das würde für uns keinen großen Unterschied machen. Es ist dann manchmal ganz nützlich, wenn man in 2 Minuten zum Teleskop laufen kann, aber im Prinzip könnten wir die Arbeit, die wir machen, wir als Astronomen auch nachts machen. Also hier der Teleskop, der Kontrollraum. Der ist im Prinzip aufgebaut, dass wir für jedes Teleskop so ein U-förmiges Setup haben.
Das hier jetzt gerade sieht man hier oben, das ist für UT4, also Jeppun. Die sind alle gleich aufgebaut. Das heißt, ich werde Ihnen einen zeigen davon, etwas genauer. Haben hier 6 von diesen Stationen. Also wir haben 4 für die großen Teleskope. Wir haben einen hier für die Surveys, für diese Himmelsdurchmusterungen extra. Und dann hinter der Wand, da gibt es leider kein Bild vor. Das IELT stimmt leider nicht. Hier ist das VLTI, also dieser Interferometer. Die haben ein bisschen ein anderes Setup, aber im Prinzip machen die genau das Gleiche wie wir. Dann wollte ich hier hingehen, Kontrollraum 3. Da sieht man ein bisschen mehr Details. Daran, dass, also hier befindet sich normalerweise ein Fenster, wo man rausschaut auf den Pazifik. Demnach, dass dieser Rollladen unten ist, nehme ich an, dieses Bild wurde nachts genommen. Ansonsten sieht man das tatsächlich wenig. Diese Stationen sind immer gleich aufgebaut. Also wir haben hier die linke Hälfte. Hier sitzt nachts ein Teleskop-Operator. Das ist alles, was mit dem Teleskop zu tun hat. Und hier rechts haben wir die Instrumente. Hier sitzt der Astronom, also das wäre jetzt in dem Fall mein Stuhl, wo wir unserer Arbeit nachgehen. Zuerst aber, also wir arbeiten tags, wir haben tags, wie gesagt, einen Teleskop-Operator und einen Astronom pro Nacht. Wir sind aber nicht alle Leute, die da oben sind. Also das würde bedeuten, wir wären so ungefähr 10 oder 12 Leute auf dem Berg. Das stimmt aber nicht. Wir sind normalerweise 170 Leute ungefähr am Teleskop, nicht am Teleskop, sondern auf dem Berg, am Parallel. Das meiste davon, mal abgesehen von Küche und Putzfrauen und alles, die sie uns am Laufen halten, der Großteil sind tatsächlich Ingenieure. Ingenieure arbeiten tagsüber. Techniker und auch ein paar Wissenschaftler, es gibt Astronomen bei Tag-Duties, die haben 3 Aufgaben. Zum ersten die Nachbereitung der Nacht davor, also die gucken sich nochmal alles an, was wir gemacht haben. Wir gucken uns zwar die Daten nachts an und gucken, dass die Daten selbst okay sind. Die Leute tags gucken, dass die ganzen Kalibrationsdaten, die gemacht werden morgens, wenn wir schon im Bett sind, dass die alle okay sind, dass die Daten optimal benutzt werden können. Die schauen sich an, dass die Teleskope, die Instrumente alle in ihrem Arbeitsbereich sind, also die Temperatur stimmt, der Druck stimmt. Wir haben ganz viele Instrumente, die gekühlt werden müssen. Wir haben ganz viele Instrumente, die in Vakuumkammern sitzen. Da gibt es also unglaublich viele Leute, die gucken, dass in der Nacht davor alles okay war und die nächste Nacht vorbereiten. Also die lassen dann schon wieder, die starten die neuen Instrumente neu. Techniker, die füllen flüssigen Stickstoff in die Instrumente, damit die schön gekühlt werden. Reparieren, also nachts, wenn bei uns irgendwas kaputt geht, dann schreiben wir ein Ticket für tagsüber und dann gucken die nach, warum ist das passiert, ist es schlimm, können sie es korrigieren. Und also es gibt unglaublich viele Leute, die tagsüber sicherstellen, dass wir nachts normal arbeiten können. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann hochkomme, das ist normalerweise dann gegen Sonnenuntergang, ist dann alles fertig, ich kriege ein Handover. Wird mir gesagt, die und die Instrumente sind heute tatsächlich vielleicht nicht in Betrieb, weil sie zu warm sind. Oder sonst irgendein Problem gibt. Aber im Normalfall, also ich würde sagen, in 95% der Fälle haben wir alle Teleskope und alle Instrumente zur Verfügung. Wie gesagt, hier rechts sitzt der Astronom. Der Astronom nachts, der ist dafür verantwortlich, die Beobachtung zu planen. Also wir gucken, was man als nächstes beobachten könnte. Wir nehmen dafür die Wetterdaten zum Beispiel. Es gibt Programme, die besonders gutes Wetter brauchen. Es gibt Programme, die sind auch okay mit etwas schlechteren Atmosphäre, also etwas unschärferen Bildern. Das ist mein Job, zu gucken, was ich als nächstes beobachten kann. Wenn die Daten dann genommen wurden, kann ich die Daten anschauen und werde dann gucken, dass die Daten auch okay sind, also dass wir tatsächlich das Objekt richtig beobachtet haben, dass das Spektrum gut aussieht, was es auch immer zu tun gibt. Die Beobachtungen selbst werden eigentlich vom Teleskop-Operator durchgeführt. Stimmt nicht ganz, weil meistens helfen wir da aus. Es hängt mehr ein bisschen damit zusammen, wer gerade was zu tun hat und wer nicht. Aber diese Teleskop-Operator, offiziell heißen die Teleskop- und Instrument-Operators, die sind eigentlich dafür verantwortlich, die Beobachtungen durchzuführen. Was die machen ist, die kriegen automatisch per Computer von uns die Daten, also wo das Teleskop hinzeigen muss,
Sie gehen dann dahin. Das wird, das geht ungefähr eine Minute oder so, haben dann so einen kleinen Pickup-Spiegel, der ins Gesichtsfeld reingeht, irgendeinen relativ hellen Stern nimmt, dann dieses Licht spaltet und damit zwei Dinge tut. Zum Ersten wird diesem Stern, mit diesem Stern können wir das Teleskop sehr genau nachführen. Das heißt, wir können eine Stundenbeobachtung oder so machen, ohne dass das Gesichtsfeld uns ständig aus dem Teleskop rausläuft. Das heißt, wir führen da einfach ganz gut nach. Und zum Zweiten wird ein Teil des Lichts benutzt. Das geht durch einen sogenannten Jack-Hartmann-Sensor. Damit können wir messen, wie unruhig die Luft vor dem Teleskop ist, und wie verzogen der Hauptspiegel ist. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Das wird dann damit dafür benutzt, dass man alle zwischen 15 Sekunden und 5 Minuten oder so, der Spiegel eben nochmal korrigiert wird, damit das Bild schärfer wird. Wenn die Beobachtungen dann durchgeführt wurden, dann gehen die Daten wieder an mich zurück und der nächste Beobachtungsblock fängt an. Beobachtungsblocks sind im Prinzip, die werden hergestellt oder spezifiziert von Wissenschaftlern weltweit. Wir sind eines der wenigen Teleskope, die so funktionieren, wie wir arbeiten. Die meisten Teleskope, da schreibt man einen Antrag, also wenn man zum Beispiel nach Gran Canaria geht oder nach Teneriffa geht, dann schreibt man als Wissenschaftler einen Antrag, fliegt ans Teleskop, nimmt seine Daten und kommt zurück mit seinen Daten auf einem Festplatte oder weiß es bei Internet heutzutage. Das ist bei uns anders. Bei uns werden diese Anträge geschrieben und wenn sie bewilligt werden, die Zeit, dann geht das alles von zu Hause, kann man diese Beobachtungen vorbereiten und wir am Berg entscheiden dann, was wann gemacht wird. Das hat den Vorteil, dass wir tatsächlich immer die optimalen Bedingungen haben für jede Beobachtung. Heißt auch, dass Leute nicht halb um die Welt rumfliegen müssen für zwei Nächte beobachten, sondern wir machen das alles und die Leute kriegen die Daten, wenn wir sie genommen haben. Am nächsten Tag werden die per E-Mail informiert, dass die Daten jetzt da sind. Wir sind tatsächlich auch das einzige Observatorium meines Wissens, das eine sogenannte Open Sky Policy hat. Das heißt, dass bei der ESO jeglicher Wissenschaftler weltweit oder prinzipiell jede Person weltweit einen Antrag schreiben darf. Und solange der Antrag gut genug ist, nehmen wir die Daten für Sie auf. Also wenn Sie eine gute Idee haben, setzen Sie sich hin. Die Deadline ist irgendwann im November, glaube ich. Schreiben Sie einen Antrag und wenn der Antrag gut genug ist, dann bekommen Sie irgendwann Ihre Teleskopdaten zugeschickt. Das ist bei den meisten anderen Teleskopen anders. Die meisten anderen Teleskope, die sind im Privatbesitz im Wesentlichen. Die großen amerikanischen Teleskope, die gehören alle zu einer speziellen Uni. Das heißt, man muss mit der Uni irgendwie verbunden sein, um da Daten zu kriegen. Das ist bei uns, wie gesagt, nicht so. Bei uns kann jeder Astronom einen Antrag schreiben. Mit einer Einschränkung muss ich dann doch machen, die Leute, die ein Teleskop besitzen, die müssen tatsächlich begründen, warum sie unser Teleskop benutzen müssen. Also zum Beispiel sehr einfach gemacht, wenn wir ein Instrument haben, was die Fähigkeit hat, zum Beispiel ein Spektrum zu nehmen, was ihr Teleskop kein Instrument hat, das das kann, dann würden sie von uns zum Beispiel auch die Daten bekommen. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also in einer Nacht, ich mache Beobachtungen für Wissenschaftler aus, keine Ahnung, Europa, der USA, Indien, Australien, wo es halt herkommt. Ich glaube, dann können wir hier wieder, wenn ich den richtigen Knopf finde, zur Plattform zurückgehen und vielleicht gibt es jetzt mittlerweile ein paar Fragen. Ja, und das ja. Ist okay, Fall. Wunderbar. Also es gibt in der Tat, wir haben eine ganze Reihe von allgemeinen Fragen mittlerweile bekommen zum Paranal-Observatorium, auch schon ein paar Sachen, die dann ein bisschen spezieller werden. Fangen wir vielleicht mal tatsächlich ganz am Anfang oder fast ganz am Anfang der Fragekette an, aber es passt so schön, nämlich wie lange gibt es das Paranal-Observatorium schon und wurde das alles nacheinander oder auf einmal aufgebaut? Das ist gar keine leichte Frage zu antworten. Das First Light hatten wir 1999. Also wir haben letztes Jahr gerade 20 Jahre Bestehen gefeiert. Den Plan dafür, den gab es in den 70er Jahren schon. Also wann jetzt
wann man jetzt sagt, das Parallel-Observatorium gibt, ist schon mal eine schwere Frage. Gebaut wurde es in den 90ern. 99 war das erste Licht, First Light. Und dann wurden die Teleskope im Prinzip, ich glaube, innerhalb von 6 Monaten, nicht innerhalb von 6 Monaten, alle 6 Monate ein Teleskop ungefähr angeschaltet. Tatsächlich ist es aber komplizierter als das. Also es gilt für die Einzelteleskope, aber wir kriegen ja ständig wieder neue Instrumente. ESPRESSO zum Beispiel, dieses Instrument, was ich vorhin erwähnt habe, was alle 4 großen Teleskope zusammenschaltet, das wurde geplant von Anfang an. Also Parallel wurde gebaut mit diesem Hintergedanken, dass es so ein Instrument irgendwann mal gibt, auch wie die Interferometer-Idee gab es schon immer. Das wurde aber später entwickelt. Der ESPRESSO kam vor 2 Jahren oder so zum Parallel. Und meines Wissens war ESPRESSO und Gravity, was das Gegenstück an der Interferometrie-Seite ist, auch vor 2, 3 Jahren oder so, es waren meines Wissens die ersten Teleskope, die ersten Instrumente, die alle 4 Teleskope benutzt haben. Also insofern kann man sagen, wir sind tatsächlich eigentlich immer noch am Bau. Die ersten Instrumente, die ersten Teleskope werden jetzt schon wieder abgeschaltet. Aber also im Prinzip gibt es immer wieder was. Machen wir doch vielleicht mal direkt bei den Beobachtungen weiter. Wir haben eine Frage, die da lautet, wie groß ist die Datenmenge, die in einer durchschnittlichen Nacht entsteht? Und wie werden die Daten verarbeitet? Das kann ich leider gar nicht beantworten. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben für Vista kann ich sagen, also wir haben... Für Vista bin ich verantwortlich, deswegen weiß ich tatsächlich mehr. Für Vista alleine sind es ungefähr 100 Gigabyte pro Nacht. Pi mal Daumen. Also es sind schon relativ große Datenmengen. Vista ist ja nun aber auch ein bisschen spezielleres Teleskop, genau, das besonders viel Daten produziert. Genau, nicht, also Vista ist auch wieder eines von diesen großen Bildern, große Gesichtsfelder, die sehr viele Bilder machen. Kann auch mal noch mehr sein, wenn es kurze Belichtungen sind. Ich weiß, also MUSE ist so ein typisches Instrument, also eines der neueren Instrumente. MUSE ist eines dieser Instrumente, die ein Spektrum pro Pixel benutzen. Das natürlich dann bedeutet sehr große Datenmengen. Da weiß ich, ein Bild sind so ungefähr 3 Gigabyte. Das würden wir schätzungsweise in so einer Nacht 40 Mal machen, also auch wieder so um die 100 Gigabyte. Dazu dann Kalibrationsdaten, das sind dann meistens nochmal so viele. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, ein Terabyte kommt da schon relativ gut zusammen. Die werden teilweise am Berg bearbeitet. Also wir reduzieren die relativ schnell und grob, damit wir gucken können, ob die Daten okay sind. Die gehen dann automatisch, werden die hochgeladen nach Garching bei München ins Archiv. Und dort kann der Wissenschaftler sie sich dann abholen. Geht meistens nicht lange. Also normalerweise, wenn wir ein Bild fertig haben, 30 Minuten später oder so, wenn wir das in Garching runterladen. Und die in Garching, die Leute, die machen dann tatsächlich noch mal anderes mit, die machen eine neue Datenreduktion, die dann besser ist, dann reduzierte Daten zur Verfügung zu stellen. Aber es ist ganz unterschiedlich, es hängt ganz stark vom Instrument ab, was damit tatsächlich passiert. Ja, wenn wir schon mal bei MUSE und Spektroskopie pro Pixel sind, da wurde nämlich noch mal nachgefragt, das bezog sich wahrscheinlich hauptsächlich noch auf deinen Besuch beim Teleskop vorher, also eben tatsächlich, ob für jeden Pixel ein eigenes Spektroskop verwendet wird oder überhaupt, wie das mit der Spektroskopie generell funktioniert. Vielleicht kannst du ja mal kurz zusammenfassen, wie die verschiedenen Instrumente, welche verschiedenen Instrumente es überhaupt gibt und ganz grob kurz, wie die funktionieren vielleicht. Ich kann versuchen, durch alle durchzugehen. Also in UT1 hätten wir, UT1 wäre FORCE. FORCE ist ein Instrument, das wurde an der Landessternwarte in Heidelberg gebaut übrigens. FORCE 1 und FORCE 2. Professor Appenzeller war damals noch der Chef dort. Der FORCE kann ein bisschen von allem. Also FORCE hat einen Imager, also macht Bilder mit Filtern, hat einen langen Schlitz, Long Slit Spectroscopy. Das heißt, die Lichtbeugung von einem dünnen Schlitz, das macht man ja in der Physik. Das macht man in diesem Instrument eben auch. Das heißt, man setzt den Stern oder die Galaxie einfach nur hinter diesen Schlitz und dann wird das Spektrum aufgefächert. Es ist ein sehr altes Instrument. Es war tatsächlich 1999 das erste Instrument, was am Berg war. Funktioniert immer noch tadellos, wird demnächst, die nächsten paar Jahre kriegt es ein Upgrade und soll dann nochmal für 20 Jahre oder so am Teleskop bleiben.
Das zweite wäre Chaos, was an UT1 im Moment ist. Chaos ist tatsächlich eins von diesen Bildern, was ein Spektrum pro Pixel macht, aber das ist ganz speziell im Infrarot. Also das bedeutet, man kann Galaxien bei hoher Rotverschiebung anschauen oder halt im Infrarotspektrum, was andere Elemente zeigt, kann 24 Objekte gleichzeitig, also ein sehr, sehr kompliziertes Instrument. Aber ja, funktioniert einwandfrei. Dann, was gibt es noch? UT2 ist ein, meistens Spektrographen, also von UVS und Flames. UVS und X-Shooter sind tatsächlich auch wieder Spektren, wo man nur ein Spektrum von einem Objekt kriegt. UVS hat den Vorteil, dass es sehr, sehr hochauflösend ist. Also man kriegt ganz viele Linien, die man beobachten kann, kriegt dann damit dann bessere Daten über die Zusammensetzung. X-Shooter ist das einzige Instrument, was vom Ultraviolett bis ins Infrarot ein Spektrum nimmt, also den gesamten Spektrumbereich, den wir beobachten können. Dann UT2 gab es noch Flames. Flames ist ein Fiber-Spektrograph, also hat man Lichtfasern, die man auf 138, glaube ich, verschiedene Objekte setzen kann und dann die Daten alle gleichzeitig kriegt, die Spektren gleichzeitig kriegt. UT3, was ist jetzt auf UT3? S4, das ist ein sehr spezielles Instrument. Damit können wir im Prinzip eine kleine Lichtscheibe vor den Stern setzen. Das heißt, wir dunkeln den Stern ab. Damit kann man dann Exoplaneten beobachten, die um diesen Stern rumkreisen. Sehr erfolgreich. Wir haben ein Far-Infrared-Imager dort, also im Ferninfrarot, der Bilder macht. Das ist wieder eine ganz andere Beobachtungstechnik. UT4, MUSE, habe ich schon erwähnt, mit diesem Spektrum pro Pixel. Also sehr, sehr unterschiedlich, was man sich vorstellen kann, was man machen kann zwischen Bild und Spektrum und IFU heißen diese, Integral Field Units, heißen diese Spektren pro Pixel. Wir haben alles, also. Das ist ja wirklich ein beeindruckendes Array an Instrumenten. Wir haben direkt eine Nachfrage hier gehabt, wo es darum geht, wenn man jetzt einen Antrag stellt und mit einem solchen Instrument oder einem solchen Teleskop dann entsprechend beobachtet, wer bezahlt die Beobachtung dann? Muss das der Antragsteller zahlen? Nee, die ESO hat ein Budget, das wird von, oh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 17 europäischen Ländern, die Mitglied der ESO sind, und diese Beobachtungen werden von uns umsonst zur Verfügung gestellt. Also fairerweise sollte ich sagen, ich glaube, es ist noch nie passiert, dass jemand von der Öffentlichkeit einen Antrag gestellt hat und tatsächlich Daten gekriegt hat. Aber gibt es nichts, was das ausschließt. Also wenn man das tatsächlich vorstellen könnte, ist das irgendeine Astronomie-AG an der Schule oder so einen wirklich guten Antrag stellt, vor allem für diese Survey-Teleskope. Einfach mal ein Bild vom Orion-Nebel zu machen oder so. Wenn man da einen wissenschaftlichen Sinn drin sieht, dann wird das gemacht. Wäre aber, wie gesagt, also sie sind tatsächlich sehr wertvoll. Also wir sagen immer so Pi mal Daumen 100.000 Euro pro Nacht pro Teleskop. Das sagen wir immer unseren neuen Leuten, um so ein bisschen Druck aufzubauen. Wenn man einen Fehler macht, das sind so 2 Euro pro Sekunde oder so. Aber mit dem Augenzwinkern, also im Prinzip. Ja. Aber ja, bezahlen muss da keiner was nehmen. Ja, wenn wir schon beim Betrieb sind, stellt sich jetzt natürlich auch gerade die Frage, und da wurde hier halt tatsächlich auch nachgehakt, also wenn im Moment, wenn da eigentlich nur so wenig Leute am Teleskop sind und da so wenig Leute gemeinsam arbeiten, warum geht das gerade während Corona jetzt nicht? Also vielleicht mal erklären, was macht ihr während Corona, wie sieht also, das bei euch aus vielleicht? Wir haben zugemacht Mitte März, am 17. März, nee, stimmt nicht, das war der erste Tag, wo ich zu Hause war. Also irgendwann im März haben wir zugemacht. Wir haben da oben, also zum Ersten müssen wir natürlich den Gesetzen in Chile folgen. Also wenn Chile sagt, sie machen Quarantäne, dann gibt es da für uns auch keine Wahl. Das war, meine ich, damals der Hauptgrund. Zum Zweiten wissen wir aus Erfahrung, ist es da oben tatsächlich so, wir sind 170 Leute, wir arbeiten sehr nah zusammen, wenn da eine Person hochkommt mit Schnupfen, 5 Tage später hat der ganze Berg Schnupfen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wir sehr empfindlich sind, dass wir sehr vorsichtig sind,
dass wenn da jemand mit Corona hochkommt, dann haben wir 170 Leute da oben angesteckt. Und dann will die ESO natürlich nicht die Organisation sein, die das ins Land kriegt, die da so einen Hotspot hat. Wir sind auch da nicht die Einzigen. Jedes Teleskop in Chile hat mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt zugemacht. Das ist bei uns gar nicht so besonders. Es ist tatsächlich jetzt so, weil da dieser Lockdown jetzt schon 5 oder 6 Monate besteht. Wir machen jetzt tatsächlich dann auch doch wieder auf. Also wir hatten jetzt über die 5 Monate ungefähr 20 Leute. Die 20 Leute sind nötig, sind schlichtweg zur Sicherheit des Teleskops oder der Teleskope und der gesamten Site, die wir dort haben. Diese 20 Leute, da hatten wir gar kein Problem mit. Also die sind sehr getrennt, man ist 4 Meter auseinander, also da ist überhaupt nichts passiert, jetzt über 6 Monate. Deswegen haben wir jetzt auch beschlossen, wenn wir 10 zusätzliche Leute kriegen, also wir haben jetzt gerade auch vor 4 Tagen haben wir aufgestockt auf 30 Leute. Und mit den 30 Leuten können wir 2 Teleskope, also UT1 und UT2 mit jeweils einem Instrument, das werden FORCE und UVIS sein, die ich vorhin gerade genannt habe, mit denen machen wir jetzt wieder auf, weil wir dafür nicht sehr viele Leute brauchen. Wenn wir weiter noch aufmachen, dann brauchen wir sehr viel mehr Ingenieure, die dann die Teleskope und Instrumente am Laufen halten. Da wird es dann schon wieder gefährlich. Wir haben natürlich einen Plan, wie wir das machen, aber diesen richtigen Plan haben wir noch nicht getriggert. Also im Moment machen wir tatsächlich nur so ganz minimal mit diesem Hintergedanken, dass jedes Photon, was wir aufnehmen, ist ein Photon, was Wissenschaft irgendwo macht. Das sind natürlich Leute froh drum. Ja, dann viel Erfolg wünschen wir natürlich bei dem, was jetzt wieder angefahren wird. Wir hatten direkt zu der abgelegenen Lage noch eine Frage, nämlich die Frage, wie wird das Observatorium und wie wird die restliche Infrastruktur mit Strom versorgt? Gibt es da eigene Generatoren? Und ergänzend, habt ihr auch eine eigene Stickstoffverflüssigungsanlage oder wird das Zeug euch wirklich in die Wüste geliefert? Auch wieder eine längere Antwort. Bis vor ungefähr 2 Jahren hatten wir tatsächlich eine Gasturbine. Da kam Flüssiggas mit dem Laster und wir haben unseren Strom hier selbst erzeugt. Vor ungefähr 2 Jahren, weiß nicht genau wann es war, wurden wir schlichtweg ans Stromnetz angeschlossen. Das heißt, wir sitzen jetzt am Stromnetz, kriegen ganz normal Strom, wurde von Chile bezahlt, auch mit dem Hintergedanken, dass wir mit dem ELT mehr Strom brauchen. Wir kriegen auch noch zwei andere große Teleskope in der Gegend. Das heißt, für Chile war es das tatsächlich wert, diese Stromleitung zu bauen. Wir sind jetzt mittlerweile ganz normal am Stromnetz. Für die Leute, die es interessiert, in Chile sind es ungefähr 40% oder so erneuerbare Energien. Definitiv noch Luft nach oben. Aber da kriegen wir im Moment unseren Strom her. Es gibt tatsächlich Bestrebungen und an unserer anderen Sternwarte, La Silla, ein bisschen weiter südlich, ist es schon so, dass wir ein Solarfeld kriegen. Also man sieht hier unten, wir haben diese im Prinzip sehr viel Platz. Also hier unten gibt es diese großen Pfannen, die eigentlich sehr flach, sehr weitläufig sind. Da könnte man super Solaranlagen hinbauen. Und da gibt es tatsächlich Überlegungen, ob wir das machen. Nachdem wir ans Stromnetz angeschlossen sind, haben uns relativ schnell wohl Energieanbieter angeschrieben, ob sie ihre Solarfarmen hier bei uns aufs Gelände bauen dürfen. Und da gibt es, meines Wissens, gibt es da wohl Gespräche, aber das ist sehr viel über meinem Gehaltsgrad. Also da weiß ich nicht wirklich viel drüber. Zum Stickstoff habe ich tatsächlich keine Ahnung. Ich nehme an, dass er per Lastwagen geliefert wird, aber er hält uns dann tatsächlich auch lang. Also wir brauchen da ein paar Liter am Tag. Also das ist nicht so, dass wir so einen LKW brauchen. Wasser tatsächlich brauchen wir. Wasser brauchen wir 2 LKWs am Tag. Also ungefähr 60 Kubikmeter Wasser oder so. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Fragen, die uns in andere Bereiche führen. Zum Beispiel an den Blick an den Himmel, nämlich die Frage, wie sich die Starlink-Satelliten auf die Daten auswirken. Okay, ein politisch schwieriges Thema, weiß ich gar nicht, ob ich dazu viel sagen darf. Es gibt eine Untersuchung von der ESO, ist öffentlich, kann man nachlesen. Da hat jemand untersucht, inwieweit die uns beeinträchtigen würden. Und es ist tatsächlich so, dass hier bei der ESO wir kein großes Problem haben. Wir haben irgendwie festgestellt, dass ich glaube, waren es 1,7% unserer Daten hätten mit der Satellit, der durchgeht. Das liegt bei uns ganz arg daran, dass wir
mal abgesehen von den zwei Survey-Teleskopen, die ich schon benannt hatte, alles sehr, sehr kleine Gesichtsfelder hat. Also unsere Gesichtsfelder sind typischerweise sehr, sehr, sehr viel kleiner als der Vollmond. Das ist recht unwahrscheinlich, dass genau da was durchfliegt. Diese zwei VST und Vista, diese zwei Himmelsdurchmusterungsteleskope, die hätten da tatsächlich ein Problem. Also Vista hat ein Gesichtsfeld, das ist 6-mal so groß wie der Vollmond. Da hätte man tatsächlich eine relativ gute Chance. Da haben wir tatsächlich das Glück, dass sowohl Vista als auch VST nächstes Jahr im Oktober abgeschaltet werden. Das heißt, wenn diese Satellitenkonstellationen hochgehen, dann haben wir da auch kein großes Problem mehr damit. Es gibt definitiv andere, also es gibt dieses Vera-Rubin-Teleskop, die ist ein bisschen südlich von uns, die, vielleicht hat es jemand in der Presse gesehen, größte Kamera der Welt, 3,5 Gigapixel, die haben gerade ein Bild von einem Brokkoli aufgenommen vor ein paar Tagen, um die Kamera zu testen. Die haben ein Gesichtsfeld, das ist 10 Quadratgrad. Und die werden da sehr viel größere Probleme haben als wir. Die nehmen an, dass in jedem Bild oder in einem guten Prozentsatz ihrer Bilder irgendwo ein Satellit drin ist. Ist normalerweise jetzt kein Beinbruch, also im Normalfall, nehmen wir nicht ein Bild, sondern im Normalfall benutzen Astronomen 10 Bilder oder 5 Bilder oder so. Wenn man die dann aufaddiert oder den Durchschnitt nimmt, wenn dann irgendwo ein Satellit drin ist, der wird dann einfach ausgerechnet. Ist also nicht unmittelbar ein Problem, es wird nur ein Problem, wenn es zu viele werden. Und da sind wir tatsächlich einigermaßen besorgt. Und wir reden da tatsächlich auch, also es gibt in den USA ganz besonders den Auftrag oder die Bestrebung, mit den Satellitenbauern zu reden. Starlink zum Beispiel, die haben einen jetzt schwarz gestrichen, da haben wir dann gleich geguckt, ob man das tatsächlich einen Unterschied macht. War tatsächlich ein bisschen dunkler, aber wird im Infrarot dann sogar heller, weil Hitze, also der heizt sich dann halt auf, das heißt, er strahlt im Infrarot. Nicht ganz ideal, aber wir reden tatsächlich mit denen, um diesen Einfluss zu minimieren. Mal gucken, wie weit wir kommen. Den Sternhimmel selbst, den zeige ich Ihnen allerdings gleich noch. Also wenn es Sternhimmelfragen gibt, die können wir uns vielleicht noch aufheben. Ansonsten würde ich auch sagen, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Insofern würde ich sagen, dann machen wir noch weiter. Dass wir noch ein bisschen. Würde ich auch sagen, dass wir dann vielleicht schon mal zur nächsten Station gehen. Ja. Okay. Wir haben vielleicht eine, die uns in Richtung Interferometrie führt. Vielleicht passt die da irgendwo hin. Wieso wird das VLT mit den 4 Teleskopen so zusammengeschaltet gemacht? Warum hat man nicht 10 kleinere stattdessen? Also wir haben diese 4 kleineren Teleskope, wie gesagt, die werden hauptsächlich für das Interferometrie benutzt. Die sind tatsächlich leider auch nicht so billig. Also die kosten dann immer noch so 10 Millionen Euro oder so. Das ist der Grund, warum wir tatsächlich nur 4 haben. Also zum einen das, zum anderen sind die Instrumente, die das Licht zusammenschalten, die werden quadratisch komplizierter. Also weil man diese Baseline hat zwischen jedem Teleskop, also wenn man ein Teleskop mehr hat, dann hat man 4 mehr Baselines, muss dann das Instrument wird dann gleich doppelt so kompliziert, wird dann auch doppelt so teuer. Also das ist nicht so ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Es gibt die Bestrebungen, es gibt die Überlegung, ob wir noch 2, 3 von diesen ATs bekommen, aber ich glaube, da ist noch nicht viel passiert. Die Antwort ist einfach zu kompliziert. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal weiter. Ja, dann gehen wir mit der Tour noch weiter. Hier zeige ich Ihnen jetzt ein Sonnenuntergangsbild, das ist jetzt nachts. Da sieht man jetzt, wie diese Teleskope aufgehen. Sieht man auch diese ATs. Kann ich Ihnen hier rechts ein zeigen, was direkt vor der Kamera steht. Hier, das AT, die öffnen sich so wie Pac-Man ein bisschen. Das sind sehr relativ kleine Teleskope, sieht man aber gerade so da drin, dass so ein Teleskop drin sitzt. Ja, hier, sieht man gerade hier rechts unten. Hier im Hintergrund, dieser gelbe Schimmer, den man da sieht, das ist Antofagasta, 130 Kilometer weg, aber wir sehen das tatsächlich noch relativ deutlich. Stört uns aber tatsächlich nicht, wir können nur 20 Grad über den Horizont gucken, also da sehen wir, das ist zu viel. Okay, den Sternhimmel würde ich Ihnen aber noch gerne zeigen. Also man sieht hier oben gleich ein Sternbild, das vielleicht noch Leute erkennen. Hier oben einen Kopfstand machen, sieht man Orion. Orion erkennt man ganz gut an diesen 4 großen hellen Sternen, dem Gürtel und dem Schwert.
Kennt man aus Europa, aber macht hier natürlich Kopfstand oder streng genommen liegt auf der Seite, also 90 Grad verdreht. Ich zeige immer ganz gerne hier diesen linken Fuß auf. Dieser Stern heißt Bellatrix. Da geht vielleicht Harry Potter-Fans ein bisschen das Ohr auf. Der wird auch Amazon-Stern genannt. Also ist eine weibliche Krieger, eine weibliche Kriegerin, wie Bellatrix Lestrange in den Harry Potter-Filmen. Generell überhaupt gibt es sehr, sehr viele Namen in Harry Potter, kann ich nur empfehlen, da mal zu googeln, die vom Sternhimmel kommen. Und die griechischen Mythen stimmen tatsächlich auch einigermaßen mit dem Buch überein, was da so passiert. Hier drunter sieht man leider tatsächlich schlecht in der Aufnahme, weil es zu viele Sterne gibt. Das ist so ein bisschen ein V-förmiges Sternbild. Das ist der Stier, Aldebaran. Sieht man auch von Europa ganz gerne. Ganz leicht. Und hier unten sieht man noch die Plejaden. In den Plejaden zum Beispiel gibt es jetzt auch wieder einen Stern, der heißt Merope, das jetzt Harry Potter-Fans auch wieder ein bisschen interessieren könnte. Da gehe ich aber nicht auf den Mythos ein, das geht zu lange. Hier oben gibt es noch Sirius, wiederum Harry Potter. Sirius ist der Hauptstern im großen Hund. Das ist der Jagdhund von Orion und die laufen einen ganz speziellen Weg entlang. Die laufen nämlich auf der Milchstraße. Und diese Milchstraße kann ich Ihnen zeigen. Die sieht nämlich bei uns tatsächlich so aus. Von Europa sieht man von der Milchstraße nur so ein bisschen den Rand. Das Zentrum der Milchstraße sieht man so gut wie nie. Ich zeige Ihnen gleich auch noch ein besseres Bild, wo man das besser sieht. Was man hier aber tatsächlich gut sieht, und deswegen zeige ich Ihnen das, sind diese zwei Wolken, die man hier sieht. Das sind die zwei Magellanischen Wolken, die kleine und die große. Es gibt diesen Mythos, dass es irgendwann mal einen Beobachter gab, die brauchten einen ganz, ganz klaren Himmel und die haben immer ihren Studenten rausgeschickt, um den Himmel zu untersuchen. Und der Student kam zurück und meinte, nee, es sind immer noch Wolken am Himmel, immer noch Wolken am Himmel. Und irgendwann ist der Professor dann selber mal gegangen und hat festgestellt, es sind die magellanischen Wolken, die er gesehen hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist irgendwie ein schöner Mythos. Die Milchstraße kann ich Ihnen besser zeigen in dem Bild. Na, wo? Hier, glaube ich, ja, hier. Okay, das ist ein Bild, das ist ein bisschen von woanders aufgenommen, aber hier sieht man die Milchstraße sehr, sehr schön. Also das hier oben, das ist jetzt das Zentrum der Milchstraße. Zentrum der Milchstraße ist tatsächlich hier mittendrin. Was man hier sehr, sehr gut sieht und vor allem in diesem Bild, was man hier vergrößern kann, ist dieser dunkle Schleier, den man sieht. Und dieser dunkle Schleier, den nennen wir Astronomen Staub. Das ist nicht ganz richtig, das ist Gas und Staub. Das sind sehr, sehr feine Partikel, die schlichtweg das Licht der dahinterliegenden Sterne abdunkeln. Deswegen sieht man die so gut. Man sieht da unglaublich viel Struktur drin. Dieser Sternhimmel am Paranal, der wird tatsächlich nie alt. Also ich nehme immer noch nach 5 Jahren nehme ich immer noch meine Kamera mit und mache regelmäßig Bilder von der Milchstraße. Weil es einfach sehr, sehr faszinierend ist. Sieht man wirklich von links bis rechts über den gesamten Himmel sehr, sehr hell. Es ist wirklich so, wenn Leute zu uns kommen zum ersten Mal beobachten, denken Sie, dass man das so wie in Europa machen muss, dass man rausgeht und die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen muss und dann kann man die Milchstraße irgendwo erahnen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Man geht wirklich raus, man macht die Tür zu und man sieht die Milchstraße. Sie ist unglaublich hell. Man sieht teilweise, hatte ich es schon, dass ich meinen Schatten sehe von der Milchstraße in einer mondlosen Nacht. Das ist also sehr, sehr beeindruckend. Wer hier mal herkommt, wir haben, wie ich vorher gesagt habe, öffentliche Touren. Die öffentlichen Touren, die sind umsonst. Man muss sich nur anmelden davor. Die sind jeden Samstag morgens ein paar und nachmittags ein paar. Wie gesagt, umsonst, wenn man, oder gratis, besser gesagt, nicht umsonst, sondern gratis. Wenn man mal hier in der Gegend ist, kann ich da nur jeden einladen. Jetzt würde ich Ihnen noch gerne die Residenz zeigen unten. Die ist nämlich was ganz Besonderes. Die kennt man, die kennen auch tatsächlich viele Leute aus dem James-Bond-Film. Hier wurde ein James-Bond-Film gedreht, ein Quantum Trost. Da gibt es David Craig, wie er auf diesem Dach entlang rennt und wie er am Schluss das Hotel in die Luft fliegt. Zum Glück nicht wirklich passiert, das haben sie nachgebaut im Studio. Wir haben hier tatsächlich aber noch ein paar Props. Man sieht hier gerade so, ich hoffe, man sieht es, hier unten liegt so ein großer Stein. Da können wir unsere Beobachter oder unsere
Besucher immer erstaunen, indem wir einfach hingehen und diesen Stein hochheben. Wir denken uns dann meistens irgendeine Geschichte aus, dass man hier so weit weg vom Zentrum der Erde ist, dass man das einfach hochheben kann. Stimmt natürlich nicht. Die sind einfach schlichtweg nur aus Pappmaché. Wenn man den Film aber kennt, dann erkennt man diese Steine ganz gut. Das ist ganz witzig. Abschließend würde ich Ihnen dann noch gerne sagen, dass wir hier tatsächlich sind, wo der Pfeffer wächst. Das ist jetzt kein Witz. Diese Büsche, die hier wachsen, das sind tatsächlich Pfefferbüsche, pinker Pfeffer, um genau zu sein. Ich arbeite 100 Tage im Jahr, wo der Pfeffer wächst. Die Residenz selbst, da kann man dann hier, wenn sich's bewegt, läuft mir diese Rampe runter. Und von hier kann ich dann in die Residenz gehen. Die Residenz selbst ist sehr, was sehr Besonderes. Also wir sind hier nah am Pazifik und es gibt eigentlich sehr wenige Palmen, aber hier drin haben wir tatsächlich ein paar Palmen. Das sieht jetzt so aus, als hätten wir Astronomen uns da was gegönnt, aber dieser Garten, den wir hier haben und dieser Pool, das sind für uns relativ wichtig, weil die tatsächlich dafür sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit im Hotel einigermaßen erträglich ist. Ich habe vorhin gesagt, dass wir hier typischerweise so 5% Luftfeuchtigkeit haben, auch mal ein bisschen mehr. Das ist sehr, sehr unangenehm, wenn man dann 2 Wochen hier oben ist oder auch nur ein paar Tage. Mit diesem Garten haben wir ein bisschen feuchtere Luft im Hotel und können dann besser schlafen. Das macht einen wirklichen Unterschied. Okay, und mit dem Bild von der Residenz, glaube ich, könnten wir jetzt nochmal Fragen machen. Abschließend da vielleicht nochmal 10 Minuten, weiß nicht, ob das für euch noch geht. Wir haben jetzt eine Stunde, aber ich mache es gerne und schauen wir mal, ob ich noch was beantworten kann. Ja, wir haben eine, die passt dazu eigentlich ganz gut, nämlich wie man mit den spezifischen Bedingungen in der Wüste körperlich klarkommt und wie lange am Stück die Leute da üblicherweise bleiben am Paranal. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Die meisten Leute, die Ingenieure zum Beispiel, die kommen eine Schicht hoch für eine Woche und dann eine Woche zu Hause, also mal Woche abwechseln. Bei uns Astronomen stimmt das nicht. Wir gehen relativ unregelmäßig hoch. Unsere Schichten sind so zwischen 6 bis 12 Tage. Das Maximum, was die ESO uns hier hochschicken darf, ist 14 Tage. Und das hat tatsächlich gesundheitliche Gründe, weil man tatsächlich mit der Höhenluft hier oben und mit der Trockenheit dann irgendwann Probleme kriegt. Dann muss man zumindest eine Nacht nach Antofagasta und dann darf man wieder hoch. Bei uns ist es meistens so, wir sind dann 4, 5 Wochen oder vielleicht auch nur 3 Wochen in Santiago wieder. Ist auch noch in der Wüste, aber ist einigermaßen feuchter, also das geht dann schon. 2 Wochen maximal und dann, Ansonsten, also wir haben hier einen Pool, wir haben auch noch andere Sachen, wir haben ein Fitnessstudio, wir haben eine Sporthalle, wir haben einen Wanderpfad, der den Berg hochgeht. Man läuft so ungefähr eine halbe Stunde bis zum Teleskop, ein bisschen mehr, 45 Minuten. Wir haben da oben schon ein bisschen was, uns zu beschäftigen. Es gibt auch Tischfußball, sieht man hier unten zum Beispiel gerade. Wir können schon ein bisschen was machen, aber viel ist es nett. Und wenn man lange arbeitet, vor allem muss ich sagen, also in 10 Tagen gehe ich hoch für diesen Minimalbetrieb, den wir haben. Und da bin ich einer von den Leuten, die trainiert sind. Da habe ich eine 2-Wochen-Schicht und volle Nächte, also von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ja, ich glaube, das wird relativ hart. Also da bin ich dann am Schluss, da gehe ich dann wahrscheinlich schon auf dem Zahnfleisch. Weil diese Nachtumstellung, die ist nicht so ganz einfach. So, wenn jetzt nicht noch last minute weitere Fragen eintrudeln. Wir haben im Prinzip noch eine, allerdings kann man über die irgendwie nicht nur eine Stunde, sondern gleich mehrere Stunden reden, nämlich sowas wie, gibt es spektakuläre Beobachtungen, von denen Otto Normalbürger weiß, die am Paranal gemacht wurden? Da könnte man eigentlich gleich noch jemanden für einladen. Da könnte man mit Sicherheit auch bessere Leute einladen als mich. Es gibt einige Beobachtungen, die durch die Presse gingen, so Exoplaneten, die irgendwann beobachtet würden. Im Januar, glaube ich, war das gab es mal diese Phase, wo Betelgeuse sehr, sehr dunkel wurde, wo alle Leute sich gewundert haben, was da passiert. Da haben wir Beobachtungen dazu gemacht. Wir haben diese Starlink beobachtet. Ich glaube, das Spektakulärste und vielleicht auch das, also in den letzten Jahren zumindest, was wir gemacht haben, war das Schwarze Loch.
im Zentrum der Milchstraße, was von München, vom MPE in München beobachtet wurde. Da gibt es diese Filme, wo dieser Stern so ums Schwarze Loch rumgeht. Die kriegen tatsächlich dann aber, also was wir Spektakuläres machen, ist meistens verbunden mit irgendwo einem Press-Release und dann kriegt die Öffentlichkeit tatsächlich auch was mit. Also, dass wir irgendwas Spektakuläres beobachten, was den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, so interessieren würde, wie es uns Astronomen interessiert, glaube ich nicht, dass wir das machen. Alles, was interessiert, alles, was Interesse anregen würde, wird, glaube ich, auch öffentlich gemacht. Ja, und ich meine, letztlich muss man auch sagen, wer sich für diese Bilder interessiert, auch gerade hier in der Vortragsreihe, von der wir hier jetzt gerade eine Sonderveranstaltung haben, also jeden Dienstag, jeden Donnerstag, immer um 19 Uhr, aber auf dem YouTube-Kanal des Haus der Astronomie. Wenn man da mal genau hinguckt, dann sieht man immer wieder und immer wieder auch Bilder von Galaxien, von Nebeln oder Ähnliches, wo dann am Rand entsprechend oder unten entsprechend ESO als Quelle ist. Also das sind letztlich auch wirklich viele, viele schöne und beeindruckende Bilder, die dabei entstehen, nicht nur wissenschaftlich interessante Bilder. Gut. Also was alles, wo ESO draufsteht, wurde entweder hier am Paranal gemacht oder an La Silla. Das sind tatsächlich die einzigen Teleskope, die wir haben. Wen übrigens die Sache mit dem Schwarzen Loch interessiert, da muss man sich noch ein bisschen gedulden, nämlich ziemlich genau 2 Monate. Aber am 17. November wird Heino Falke selber über besagtes Bild des Schwarzen Loches sprechen in dieser Reihe. Also noch ein bisschen Geduld haben. Und vielleicht gibt es da sogar noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen, als wir das, was wir im Moment wissen. Gut, dann bleibt uns noch, uns ganz herzlich zu bedanken, einmal bei den Kollegen der ESO allgemein und dann bei dir, Boris, natürlich im Besonderen, dass du das hier gemacht hast. Vielen Dank dafür. Es war sehr spannend. An alle, die zugeschaut haben, wenn es Ihnen gefällt, wie gesagt, regulär Dienstag, Donnerstag um 19 Uhr. Wir lassen auch gleich die nächste entsprechende Ankündigung rollen. Bei Interesse dann gerne auch den YouTube-Kanal des Haus der Astronomie abonnieren, ein Like da lassen, Kommentare da lassen und ja, ansonsten wünschen wir noch. Es sind noch ein paar Last-Minute-Fragen eingetrudelt. Vielleicht können wir die noch ganz schnell einschieben, nämlich kommen künstliche Laserleitsterne am Paranal zum Einsatz? Ja, da kann ich allerdings auch eine Stunde drüber reden. In UT4, also zur Erklärung vielleicht für die Leute, die das nicht wissen. Es gibt eine Technik, mit der wir Astronomen ein sehr scharfes Bild machen können. Dazu brauchen wir einen sehr hellen Stern im Bild. Oder sehr nah an dem Objekt, was wir beobachten wollen. Damit können wir leider, das gibt es bei UT4, also wird ganz viel benutzt für MUSE, für diesen IFU-Spektrographen, den ich benutzt habe. Damit können wir leider, weil es so helle Objekte nicht so oft gibt, also wenn ich hell sage, die sind immer noch 1 Million Mal schwächer als das, was wir mit dem Auge sehen, können wir ungefähr 1% vom Himmel beobachten. Deswegen haben wir oder mehrere Teleskope, mehrere Observatorien haben Laserleitsterne, wo es diese Frage gibt. Damit können wir in 90 Kilometer Höhe, also wir schießen großen Laser in eine Sodiumschicht in 90 Kilometer Höhe und können damit einen künstlichen Stern erzeugen. Diesen künstlichen Stern können wir dann genauso benutzen wie einen echten Stern. Aber den können wir natürlich dann dahin setzen, wo wir ihn brauchen. Wir tatsächlich sind sogar das einzige Observatorium, was nicht einen Stern hat, sondern es gibt jetzt diese Bilder, wo man 4 Sterne sieht. Also wir haben um das Gesichtsfeld rum haben wir 4 Sterne. Dann kann man diese Korrektur nochmal besser machen. Und die ESO hat, wenn man auf der ESO-Webseite rumguckt, gab es auch im Vorspann, habe ich gesehen, ein paar Fotos. Da gibt es jetzt Fotos mit diesen 4 Lasersternen. Und die sind tatsächlich auch unglaublich beeindruckend. Also wenn man nachts auf die Plattform rauskommt und die Augen sich ein bisschen noch mit mal. Also man kommt raus und diese 4 Sterne stehen am Himmel, die 4 Strahlen stehen am Himmel. Die gesamte Plattform leuchtet so ein bisschen orange, weil alles orange angestrahlt wird. Das ist schon, die sind echt beeindruckend, die sind echt cool. Wie gesagt, ich könnte eine Stunde drüber reden. Aber ich denke, adaptive Optik ist auch ein Thema, zu dem wir auch unbedingt in unserer Vortragsreihe noch was Eigenes machen sollten. Dringend. So, dringend. Ich glaube, dass das Thema, wir könnten noch stundenlang weiterreden, mit Sicherheit, ist
auf alle Fälle zieht sich durch viele von den Dingen, die wir hier angeschnitten haben. Aber ich denke, wir haben jetzt einen guten Schlusspunkt erreicht. Wünschen allgemein noch einen schönen Abend oder beziehungsweise in Chile. Dann entsprechend ist es bei dir, glaube ich, gerade, ist es Mittag oder kurz Nachmittag? Drei Uhr. Ah, okay. Dann einen schönen Nachmittag. Und wie gesagt, wir hoffen, viele von Ihnen, viele von euch, dann dienstags und donnerstags 19 Uhr regelmäßig wiederzusehen. Dann okay. Schönen Abend noch. Ja, tschüss nach Heidelberg. Tschüss. Ciao. Und vielen Dank.